Petrin, eins der zahlreichen Waisenkinder von Baldur's Tor, hat das einzige Wesen verloren, das ihr noch etwas bedeutet. Ihre Katze Angel. Es ist schwierig, das süße Mädchen nicht so sehr zu bemitleiden, aber sie will nicht mein Mitleid, sondern nur meine Hilfe. Petrin glaubt, Angel sei zum Haus ihres Onkels zurückgekehrt. Sie ist von dort geflohen und will deshalb nicht zurückkehren. Wenn ich nur den Ring der Katze finden könnte, würde ich Petrin wahrscheinlich sehr glücklich machen. Mich kommt hier lang. Immerhin an die Arbeit. Ich hab genug davon. Das ist der Onkel. Und das ist die Katze. Ich hab genug davon. Und das muss wohl Angels Ring sein. Das Ding heißt Engelshautring. Und sie heißt Angel, also Engel. Ich hab genug okay, davon. Das war eine ziemlich leichte Quest. Hallo. Ihr habt den Ring gefunden. Jetzt wird Angel zurückkehren und wir können immer zusammenbleiben. Ich würde euch gern was dafür geben, dass ihr sie gefunden habt, doch ich habe leider nichts. Aber vielleicht gibt Angel euch ein bisschen von ihrem Glück ab. Pass auf, dass du nicht in Schwierigkeiten gerätst. 500 Erfahrungspunkte. Ihr habt nichts leichter als das. Na, wir sind schon unter 5000 fürs nächste Level. Beinahe unter meiner Würde. So, ist die Katze jetzt weg? Bist du zufrieden? Na, der redet gar nicht mehr mit uns. Nichts leichter als das. Aber Mizi ist immer noch hier. Okay, die arme Katze. Gut. So, das heißt, wir müssen jetzt... Was wollt ihr? Gut. Ich weiß halt nicht, wo sie war. Hier ist eine Edelfrau nur. Ich weiß halt nicht, war sie hier in einem der Häuser oder war sie hier oben in einem der Häuser? Nee, du bist nur ein Bürgerlicher. Gut, gucken wir doch mal kurz. Freunde Khalid, Eisentor, das ist alles klar. Das war der Fluch. Das war Bribella, das war später. Traf den Bruder des Mannes. Das muss irgendwo hier gewesen sein. Der Seher erzählt uns, dass da. War den hier in Baldur's Tor eine gewisse Geschichte aufschnappe. Ja, okay. Das war also da oben, gut. Muss das gewesen sein. Also reisen wir erst hier hin. Gut. Reisen von da aus wieder zurück. Das geht nämlich schneller. Nichts leichter als das. Und hier drin wahrscheinlich war's. Das kann gut möglich sein. Ah ja, die alten Fässer. Die drei alten Fässer. Da drin könnte es gut gewesen sein. So. Beinahe unter meiner Würde. Bellamy, der hat uns leider nichts zu sagen. War sie im Stock, ein Stockwerk höher, glaube ich. Nein, du warst Elif. Nichts leichter als das. Gut. War sie hier irgendwo? Nein, hier war sie. Edelfrau. Wartet. Wie könnt ihr es wagen, mein Zimmer einzuringen? Ich werde euch auf der Stelle hinauswerfen. Warte, vielleicht könnt ihr mir da ja gerade recht. Ich brauche jemanden, der mir einen Dienst erweist. Es gibt da jemanden, der entfernt werden muss. Jemand muss auf den Weg geschafft werden. Mit Töten unschuldig will ich nichts zu tun haben. Warum sollte er den Tod verdienen? Dieser Schurke ist nicht unschuldig. Er droht meinem Leben zu ruinieren, indem er Anschuldigungen verbreitet. Er droht damit, meinen Ruf und meinem Stand zu ruinieren. Wenn ich ihm nicht fast jede Woche eine exorbitante Summe zahle. Ich freue mich an, ihr müsst hier helfen. Das muss ich ablehnen. Dieser Dämon, es wird einen Tag vergehen, bevor er merkt, dass er tot ist. Wo kann ich ihn finden? Fragen wir mal. Ich danke euch vielmals. Er heißt
Zirdemack und geht meist in eine Taverne namens Elfgesang. Ich war noch nicht dort, aber er soll wohl ziemlich hart zugehen. Ihr könntet die Tat wohl in der Taverne ausführen, oder dass jemand die Wache rufen würde. Ich weiß aber nicht, ob er mit Freunden dort ist. Ich danke euch. Wenn ihr zurückkommt, zeige ich euch 500 Goldmünzen. Für wahr ein kleiner Preis. Ja, unter meiner Würde. Du bist also nicht die Frau, die wir suchen, aber du bist... Du bist nicht meine Nebenquest, oder? Nein, bist du nicht. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und du bist es auch nicht. Nein, du bist die, die finanzielle Probleme hat. Was? Gut. Hier bist nur du. Hier ist keine Frau zu sehen, jedenfalls. Meine Eure hat mir ganz schön eingeheizt. Nee, du bist nur eine Bürgerliche. Okay. Ja, beinahe unter meiner Würde. Raus. Nichts leichter als Au. Das ist das Haus, in das wir nachher wollen. Edelfrau. Das fällt aus den Angeln. War es dann vielleicht hier oben? Edelfrau. Edelfrau. Na. Was hier? Nichts leichter als das hier. Du warst es auch nicht. Seltsam. Und hier oben auch niemand. Beinahe unter meiner Würde. Kommt, hört auf, euch so zu verkeilen. Beinahe unter meiner Würde. So, bitte. Raus hier. Gut. Hier haben wir ja den Magier getroffen. Hier war sie nicht drin. Hier war sie auch nirgends. Da war sie vielleicht doch hier unten. Oder war sie hier drüben? Ich weiß gar nicht, wann wir den Magier getroffen haben. Kamen wir von hier unten oder kamen wir von der anderen Seite? Werden wir ja gleich sehen. Sie muss auf jeden Fall, glaube ich, in einem dieser Häuser sein. Nein, du bist nur ein Junge. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Ich war aber der Meinung, sie war in irgendeinem Gasthaus oder so drin. Nekromantin, teure Freunde, Khalid, eine Frau namens Hanna, Bruder des Mannes. Nadine musste ich den Dings bringen, also ihrem Jungen den Anhänger. Lotanda Seher, wir haben die Bitte einer Frau. Bella wird im Gasthaus, wir haben vereinbart, ein heiliges Buch zu suchen. Renie, eine Bardin und Balladesängerin hier in Baldur's Tor. Einhornlauf zu bringen, falls ich es auf meinen Reisen hier aufschnappe. Renie heißt die Gute. Wir haben sie getroffen, noch bevor wir hier waren. Edelfrau, Edelmann, Edelfrau. Edelmann. Ne, gucken wir mal da drüben lang. Nochmal hier rüber. Nichts leichter als das. Bei der rötenden Nixe haben wir sie auch nicht getroffen. Beinahe unter meiner Würde. Bürgerlicher?
Ich bin ganz Ohr. Nein, hier haben wir sie auch nicht getroffen. Nein. Mal ein Stockwerk weiter oben waren ja nur die Spieltische, da war nichts. Das ist die Markt, die brauchen wir nicht. Die bietet uns nur was zu trinken an. Spieler. Bürgerliche. Nee, hier oben war nur das Zeug, wo Imoen hier im Zimmer festgesteckt hat. In dem Zimmer hier, aber ansonsten war hier nichts. Was? Beinahe unter meiner Würde. Gut. Gucken wir noch mal kurz, weil das mit der Katze muss da nachgekommen sein. Gnom namens Quinn. Wir haben vereinbart, bla bla bla, Nymphe Bar. Seinem Haus besucht, er scheint über die Katze. Ja, die Bardin, die muss fast zur selben Zeit, die müssen wir kurz vorher getroffen haben. Gut. Die müssen wir hier getroffen haben. Beinahe unter meiner Würde. Bin immer noch überzeugt, dass es hier unten irgendwo war, wo wir sie getroffen haben. Bürgerliche. Riskiert keine dicke Lippe, Bauer. Wisst ihr, wer ich bin? Ach, eine Edelfrau. Kann ich irgendwie behilflich sein? Die Leute vom Eisenthron jagen dir Angst ein. Ja, nichts leichter als das. Du bist nur eine Bürgerliche, du bist der Schankwirt. Ihr seid ja ganz schön schnellige Burschen, wie? Du lachst. Und hier drüben ist nur der Typ hier. Und ein Stockwerk weiter oben war nur die, die mit dem Geld beschäftigt ist. Nichts leichter als das. Und hier drin war niemand, gell? Ja, hier haben wir nicht mal aufgedeckt. Du bist nur der Koch. Du bist die, die mit den Finanzen beschäftigt ist. Ha. Der Stadtteil muss der richtige sein. Außer vielleicht ist in dem anderen Stadtteil irgendwo drüben in der Straße. Also in dem Stadtteil. Okay, wir gehen nochmal rüber in den anderen Stadtteil, gucken da nochmal. Aber hier kann sie nicht sein. Sie ist nicht in der errötenden Nixe. Gut. Bürgerliche Kurtisane. Im Latanza-Tempel war sie definitiv nicht. Du bist so eine Bürgerliche. Du bist ein Eingang. Bürgerlicher. Das ist das einzige Gebäude hier. Aber ich glaube nicht, dass ich hier drin war. Was wünscht ihr? Nein, die kennen uns überhaupt nicht. Und hier oben war sie auch nicht, die Frau. Nein. Was? Nichts leichter als das. Gut.